Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Zwergenschelte. Vor uns ist das Spiel 7 Days to Die. Bei mir hat sich ein Avatar von mir gemeldet und ich werde mal fragen, ob er sich vorstellen möchte. Hallo Elise. Elise, hallo. Hallo Elise, bist du da? Moment, Zwergenschelte, ich war gerade beschäftigt, was ist denn? Ja, ich, Elise, ich habe gedacht, du könntest dich mal vorstellen, weil ich bin neugierig auf dich. Die Zuschauer sind neugierig auf dich. Und ich habe gedacht, vielleicht stellst du dich mal vor, sagst du, was du so vorhast. Und wir wollen das dann mal gucken, ob das klappt. Hast du deinen neuen Computer schon, Zwergenschelte? Nein, im Moment noch nicht, aber ich arbeite dran. Muss ich dann heute auch spielen? Nein, du brauchst nicht. Ich wollte nur sagen, dass du da bist und dass es dich gibt. Und ich wollte zeigen, vielleicht, wie du aussiehst. Wie ich aussehe? Ja, ich habe mir meine Vorstellung von dir gemacht. Warte einen Moment, ich zeige dir das gleich. Das bist du. So habe ich mich dir vorgestellt. Also, du bist stark gebaut. Ich habe gedacht, wer da in dem Spiel allein überleben kann, der muss ein wenig kräftiger sein. Mein Gott! Zeig noch mal. Das soll ich sein? Das bin ich aber nicht. Das sieht ja aus wie Godzilla seine Schwester. Seine große Schwester sogar. Wie, du, das bist du nicht. Aber ich habe gedacht, wenn ein Mann als Frau, wenn Frau als Frau in diesem Spiel überleben kann, dann müsste das ungefähr so sein. Also kräftig. Man kann, du könntest was zusetzen. Du bist stark. Ja, aber das kann ich auch als andere Frau. Warte mal. Ich glaube, da ist doch die Leiste, wo wir was einstellen können, wie da irgendwo was aussieht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, dann lass mich mal machen. Erstmal, was ist denn Belly? Schau ich mal. Ach ja, das ist gut. Das sieht schon viel besser aus jetzt. Das sieht mir auch schon fast ähnlich. Und weißt? Weißt? Ah, guck mal, jetzt habe ich auf einmal eine Taille. Hast du gar nicht gedacht, dass Frauen eine Taille haben, was? Naja, ein bisschen dünn bisher ja jetzt. Ah, dünn. Dünn ist doch noch gar kein Ausdruck. Mal gucken, was es noch so gibt. Nee. Das will ich nicht so. Da, ja, gut. Hör mal, du hast jetzt aber ganz schöne Tetrapacks gegeben für den schmalen Bauch, den du hast. Das sind keine Tetrapacks. Ist mein Busen. Naja, vielleicht hast du ja recht. Ist ja ein bisschen viel. Schau ich mal. Naja. Okay, machen wir es mal weiter. So, ich habe aber kein Bürojob hier. Moment, so einen dicken Hintern habe ich, glaube ich, auch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Warte mal, das machen wir anders. Da sieht man jetzt zwar nicht so viel, aber guck mal weiter. Und die Oberschenkel, das passt ja überhaupt nicht. Warte. Mein Gott, was ist denn das für eine Schrittgröße? Guck ich mal nach, wie kriege ich die enger? Ja. Nee, das ist zu eng. Ja, so sieht schon besser aus. Mal gucken. Ja, die Unterkörperpartie ist jetzt ziemlich gut. Und, die Arme, was hast du mit den Armen gemacht? Nee. Und die Hände, da kann ich ja ganze Berge mit verarbeiten. Richtig zugreifen. Glaubst du vielleicht, ich bin Bauarbeiter oder was? Ich weiß nicht, was du bist. Ich habe mir dich einfach nur so vorgestellt. Ja, warte mal, Zwergenschelte. Guck mal, die Hände sind doch so viel besser. Oh, die Füße können die Füße, ja. Na nun, schaue ich mal auf die Füße. Die Füße, nee. Die sind mir noch ein bisschen zu groß. Auf großem Fuß lebe ich nicht. Schauen, was ein Vorarm ist. Ach, das sind die Unterarme. Ja, die Unterarme sind schön. Weißt du, woran man
Ja, doch, jetzt geht's. Woran man eine Frau erkennt, ob die dick ist oder nicht, nur an den Unterarm am Handgelenk. Da siehst du das sofort. Ja, okay. Was ist mit den Oberarmen? Passen die wenigstens? Ja, muskulös sind die ja. Aber ich gehe nicht ins Bodybuilding-Studio. Wo ist denn das mit den Armen? Was waren die Schultern? Das war noch mal irgendwas anderes. Ich glaube, die Beine, ne? Ja. Und, was haben wir hier? Ja. Jetzt guck mal. Schön. Schön sehe ich fast schon aus. Die Arme noch ein bisschen kürzer. Nee, das war ein bisschen zu kurz. Du weißt doch, bei Menschen sind die Handgelenke ungefähr da. Nee, noch da. Ja. Naja, das geht schon fast jedenfalls von den Armen her. Ich glaube aber, ich habe doch ein wenig mehr gearbeitet und ich habe ein bisschen dickere. Sag ich mal jetzt. Das ist schon viel, viel besser. Und was ist das? Oh. Ja, das passt schon eher. Kann ich die Arme auch näher im Körper bringen? Das weiß ich nicht. Ja, so ist besser. So ist auf jeden Fall besser. Und das hier ist, ach, das waren die Beine nochmal. Zeige ich mir nochmal die Beine. Ja. Ah ja. Also richtig gut ist das ja jetzt noch nicht, die Einstellung. Aber ich arbeite ja noch dran. Ich bin ja noch nicht fertig. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem Gesicht. So ein debiles Grinsen habe ich gar nicht drauf. Guck dir das mal genauer an. Mein Gott, ich sehe aus wie eine Hexe. Was hast du da eigentlich eingestellt? Ja, nur das Beste, was ich so gedacht habe. Alles auf groß und, ja. Nee, Zwergenschulte. Grüne Augen will ich haben. Und die habe ich auch. Und dann gucken wir mal weiter. Das Kinn. Machen wir mal. Schauen wir mal. Ich guck mal erst mal nach, ob wie das so aussieht, wenn ich alles auf etwas kleiner stelle. Ja, mach das mal. Jetzt mal die Augen so ein bisschen, wenn ich die finde hier. Ah ja, das ist grimmig, glaube ich. Ja, so sieht schon viel besser aus jetzt. Wo etwas kleiner den Mund, geht das? Mein Gott, hier ist ja eine Nase schlimmer als ein Elefant, die hat. Was war das denn jetzt? Ach so. Oh, Zwergenschilde, was hast du da bloß gemacht? Das krieg ich ja gar nicht hin. Was hast du denn verbrochen? Sag ich mal, nee, immer noch nicht richtig. Ja, so geht's schon fast mit der Nase. Gucken, wie das ganz klein aussieht. Nee, das will ich nicht. Ein bisschen breiter vielleicht noch. Wo ist die breite Nase? Da ist sie, glaube ich, nicht. Ich gehe erst mal hoch zu den Augen. Das sieht ja herrlich verboten aus. Herrlichst verboten. Das waren die Ohren. Ich kann die Augen gar nicht einstellen. Ah ja, jetzt guckt sie nicht mehr so böse. Dein Bildchen hier.
Kriegst du eigentlich auch ein Lächeln hin? Ich glaub nicht, Lise. Mann, 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 was ist das für ein Programm hier? Sieht immer noch aus. Ja, jetzt geht's schon eher. Das war ein schöner Knopf, den ich da gedrückt habe. So, jetzt gehen wir zurück. Ja, das könnte so hinhauen. Das ist aber... Jetzt müssen wir auch noch die Frisur machen. Das ist ja keine Frisur, was ich da trage. Nee, 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 nee. Ihr Kerl habt keine Ahnung. Ein Dutt will ich auch nicht. Da sind wieder die langen Haare. Herr im Himmel, was ist das denn? Ja, wenn das alles sein soll, dann vielleicht nehme ich doch die langen Haare. Wie denn tot? Jawohl. Ja, das ist schon ein wenig besser als vorher. Mal gucken, wie sieht denn die Haarfarbe jetzt aus? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Rot oder blond? Was sagt denn mein Friseur? Oder vielleicht schwarz? Ja, schwarz ist toll. Schwarz ist toll. Ja, guck, Sternschelte. So sehe ich ungefähr aus. Nicht so, wie du gemacht hast. Mann, Mann. Was ihr immer denkt, ihr Männer. Glaubt ihr vielleicht nur, große, starke Frauen können sich durchsetzen hier im Spiel? Nee, nee. Ja, gut. Elise, wenn du so aussiehst, siehst du so aus. Da kann ich nichts dran machen. Du siehst übrigens gut aus. Dankeschön, Zwergenschelte. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich aussehe, dann sagt Zwergenschelte nochmal Bescheid. Und der zeigt euch das dann. Das kannst du dann jetzt mal richtig knipsen und dann ist das in Ordnung. Ja gut, Elise, dann knipsen wir das mal. Und was hast du noch eingestellt? Ich glaube, ich muss da ganz genau gucken. Ja, die normalen Einstellungen, Elise. Wie ich mir vorstelle, dass du spielst. Dann zeig ich mal. Ah, da stehe ich ja schon als Name. Gut, das hast du gut gemacht. Da bin ich fast stolz auf dich. So, dann gucken wir mal. Difficult Savarenga, was ist das denn? Ja, das ist das einfachste Spiel. Ich denke, du bist ein Anfänger im Spiel. Und, wieso geht denn das nicht weg? Ist das kaputt? Mach mal keinen Quatsch mit mir. Was steht denn da? Ja, da gucken wir jetzt mal nach. Nomad. Wieso geht denn das nicht weg? Da muss ich noch mal dran arbeiten. Ja, ich muss auch mal gucken, wie wir das umstellen können, Elise. Pass mal auf, ich versuche das mal anders, dann kannst du das selber einstellen. So, jetzt versuch mal selber einzustellen. Ja, ist gut, Zwergenschelte. Das geht auch nicht. Also, mit den Einstellungen, da passt was nicht. Da musst du noch mal gucken, wie wir das machen. Aber so,
auf Nomad und 35% Nacht, das passt. Zombie Room normal, Enemy Region normal, das passt auch. Da weiß ich gar nicht, was das sein soll. 40 Minuten. Ah, guck mal, jetzt geht's. So, nee, das ist zu lang. 120 Minuten bin ich auch für. Dann ist das gut, denn 120 Minuten werden auf meinem Kanal gespielt. Nichts weiter. Ja. Du immer mit deinen Vorgaben. 75% reicht auch. Und Blutsparenzeit machen wir mal 10 Tage. Können wir eigentlich auch ausschalten. Ich weiß ja, wo alles liegt. Ich bin ja öfter hier als du. Na, dann schauen wir mal. Da will ich nur Drop on Death. Was ist das? Ja, das ist, wenn du tot bist, Elise. Dann verlierst du nur deine untere Leiste, aus der du sofort deine Auswahlleiste. Was ist das andere? Entweder du kannst alles verlieren oder dein Backpack ohne nur dein Rucksack, den Inhalt deines Rucksacks ist oder alles. Dann bleiben wir bei Toolbelt Oni. Da bin ich dann für. Die Erinnerung der Zombies, 60 Sekunden, das ist nicht schlecht. Was ist denn Medium für eine Enemy-Sparmrate? Ja, was soll ich dir sagen? Dann kommen nicht ganz so viele Zombies. Nee, das ist auch falsch. Du hast wieder keine Ahnung. Warte, ich mach dir das fertig. Was sind denn Airdrops? Das ist die Hilfe, die du von der heilen Welt noch bekommst in dem Spiel. Da kommt ein Flugzeug vorbeigeflogen. Ach, das Flugzeug meinst du? Aber das sehe ich nicht so oft. Das reicht dann alle 7 Tage. Und was ist Cheat Mode? Das ist, wenn du Gottmodus spielen möchtest. Also du kannst dann auf ein Auswahlmenü zugreifen, in dem alles, was im Spiel herstellen kann oder was du im Spiel nicht herstellen kannst, da kannst du dann alles rausnehmen. Was ist das denn für ein Kack? Und wie sieht da die Auswahl aus? Ja, entweder du bist sowas wie Gott oder nicht. Ich bin kein Gott. So, ja, ist gut. Dann schauen wir noch mal, ob wir oben was einstellen können. Nee. Ah, guck mal, siehst du, das geht doch. Nomad. Faria bin ich, Faria. Ich bin eine Kriegerin. Damit das schon mal klar ist, ich bin eine Kriegerin. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Wie, du bist im Auftrag des Herrn unterwegs, Elise? Erzähl mal. Ja, da sind doch ganz viele Zombies. Das sind verlorene Seelen, die durch die Gegend wandeln. Und die werde ich alle befreien. Alle, die ich sehe, nach und nach befreien, damit der Herr seine Seelen wiederkriegt. Du bist gläubig, Elise? Ja, was heißt denn hier gläubig? Guck dich doch mal um im Spiel. Da sind ja nur Untote. Was soll denn das? Da muss man doch glauben. Was glaubst du denn? Ja, ich glaube, dass das ein schönes Spiel ist und dass die einfach nur so da sind, um im Spiel mitzuwirken. Nein, das sind die nicht. Das sind alles arme Seelen, damit du das weißt. Niemals ran? Was ist denn niemals ran? Ja, niemals ran ist, wenn die immer nur langsam laufen. Das steht da doch, niemals rennen. Nee. Nachts sind die hier ganz, ganz schnell. Das weiß ich. Was ist Enemy Aggression? Ja, das ist die Aggression, die die normal haben. Ja, gut. Normal ist normal und persistent. Das weiß ich gar nicht. Was ist das? Naja, du, das weiß ich auch nicht. Ja, gut. Okay. Aber eins sag ich dir, ich spiele nicht, wenn du nicht eine bessere Auflösung hast. Ich will ja auch was sehen im Spiel und nicht da so tun, als wenn ich eine Brille brauche. Ja, ist ja gut, das ist aber heute noch nicht der Fall. Ja gut, wenn das nicht geht, dann geht das noch nicht. Dann warten wir noch ein bisschen, bis ich spiele. Ja, alles klar, Elise. Dann machen wir das so. Okay. Kann ich jetzt wieder gehen oder muss noch was?
Nein, du kannst wieder gehen. Ich denke, du hast dich vorgestellt. Du hast hier deine Einstellung gemacht. Und ich bin damit einverstanden. Du musst wissen, was du willst. Und du kannst dann auch spielen, was du willst. Ja gut, dann gehe ich jetzt. Ich habe noch zu tun. Also bis dann. Bist du dann soweit bist, ne? Ja, okay, Elise. Ich werde mich dann wieder melden, wenn ich soweit bin. Und, ja, eigentlich war es das. Ja, wenn es das war, dann hoffe ich, du bist zufrieden und die Zuschauerin, wie heißt sie gleich? Wuseline heißt sie. Die... Die Zuschauerin Wuseline ist auch zufrieden. Schauen wir mal, was da kommt demnächst. Und dann geht's richtig los. Passt mal auf. Okay. Ich danke dir, Liese, für deine Vorstellung. Und ich bin mal gespannt, was meine Zuschauer dazu sagen wird. Sagst du mir das dann auch? Ja klar, sag ich dir das dann auch. Also das ist Ehrenwort, ganz klar. Ja, okay. Dann ich sag mal, bis denne. Bis denne. Tschüss, Elise. Tschüss.